Auf meiner Europatour durch Sachsen-Anhalt habe ich heute in Halberstadt Orgelprojekte angeschaut. Die Orgelkultur ist dort in einer langen Tradition und es gilt jetzt, das gemeinsam zu heben. Ich war mit meinem Landtagskollegen Andreas Stepphuhn in Quedlinburg bei der Tafel. Die Tafel verteilt Lebensmittel an bedürftige Bürgerinnen und Bürger und gibt dort ein Essen aus. Und wir haben uns mit den Gästen unterhalten, was das für sie bedeutet, warum das wichtig ist und warum es auch wichtig ist, dort Menschen zu treffen, mit denen sie zusammen essen, aber auch wo sie Kleidung bekommen. Ich war danach mit Andreas Stepphuhn beim Bauernverband in der Region, wo wir uns ausgetauscht haben, ob die europäischen Mittel tatsächlich früher an die Bauern ausgezahlt werden können und wie man hier gemeinsam etwas schafft, dass die Bauern früher Unterstützung bekommen. Danach war ich in Halle bei einer Veranstaltung Vergangenheit bewältigen. Hier haben ganz eindrucksvoll drei Heimkinder, ehemalige Heimkinder der DDR, in gemeinsamen Fotos erklärt, was es für sie bedeutet hat, damals in den Jugendanstalten in der DDR zu sein, wie sie gelitten haben und wie sie jetzt über Fotos versuchen, darüber zu erzählen und ins Gespräch zu kommen.